What's up? Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Die große Story zwischen Farid Bang und Cupcakes geht offenbar weiter und ein neuer Mitspieler betritt den Ring. Ich bin Mr. Rap, dranbleiben. Leute, die Welt rast auf den Abgrund zu. Und wenn die Zivilisation erstmal zusammengebrochen ist, dann herrscht endlich wieder das Recht des Stärkeren. Wenn du also bald dein kleines Dorf mit harter Hand durchregieren willst, dann fang jetzt am besten an mit Sport und nutz dafür die Produkte von Sekt Plus. Und mit dem Code RAP10 gibt's auch noch 10% Rabatt. Revolution. Leute, Farid Bang und Cupcakes mit zahlreichen anderen jahrelang gemeinsam als German Dream bei Echo Fresh unterwegs, bis sich dann da überall die Wege trennten. Seitdem öffentlich nur noch sporadisch bis eigentlich gar kein Kontakt mehr, bis vor kurzem Cupcakes vor einigen Wochen anfing, öffentlich gegen Farid Bang und auch Banger Musik als Ganzes zu feuern. So berichtete Cupcakes beispielsweise von angeblichen Ungerechtigkeiten, ihm würden Steine in den Weg gelegt und so weiter, ging allerdings auch noch weiter, forderte Farid Bang beispielsweise zum Einzelkampf heraus und beleidigte ihn. Das alles fand seinen vorläufigen Höhepunkt dann vor gut anderthalb Wochen, als Cupcakes im 100% Real Talk Podcast von Belash und Boogie war und dann nochmal die ganze Story von hinten aufrollte. Das war am vorletzten Wochenende. Am letzten Wochenende allerdings kam offenbar ein neues Kapitel scheinbar in diesem Beef mit hinzu. Denn aus dem Nichts postete Cupcakes plötzlich abends eine Story, in welcher er sagte: An diese Löwen, die mich heute angegriffen haben, euer Auftraggeber ist ein richtiger Aslan. Offenbar war da also irgendwas passiert, weitere Details lieferte Cupcakes dann in einem längeren Statement einen Tag später. So erzählte Cupcakes, er habe eigentlich ein Video drehen wollen, habe dafür über Street Cinema einen Kontakt gekriegt und dieser Kontakttyp, mit dem er das eigentlich hätte drehen wollen, habe ihm schon tagsüber immer wieder angerufen und gefragt, wo er sei, mit wie vielen Leuten er komme und das sei ihm schon generell suspekt vorgekommen. Cupcakes erzählt dann weiter, eigentlich hätten ihm diese Leute, die ihn dann wohl später angegriffen hatten, erst beim Videodreh auflauern wollen, man sei allerdings schon vorher aufeinander getroffen. Und so seien dann 5 Mann auf ihn draufgegangen, er habe sich erst ein bisschen wehren können, sei dann aber irgendwie weggelaufen und dann sei er am Boden gelandet und dann seien die nochmal richtig drauf mit Pfefferspray und alles. Auch sagt Cupcakes, wer der Auftraggeber dahinter sei, brauche man nicht zu sagen, Farid Bang und Konsorten, laut Cupcakes. Das sei ein absolutes No-Go und Cupcakes beleidigt dann Farid Bang außerdem auch noch als Stricher und pädophile Missgeburt. Und weiter sagt Cupcakes, jetzt würde er erst recht loslegen, die Strafe würde kommen und alle, die sich mit ihm, also wohl Farid Bang, zusammengetan hätten, würden das bereuen. Alle, die sich mit ihm zusammengetan haben, könnte sich beispielsweise auf Folgendes beziehen. Nach der ersten Story, wo Cupcakes abends noch kurz davon berichtete, angegriffen worden zu sein, konnte man nämlich tatsächlich auch einen Ausschnitt sehen, wo er tatsächlich wohl angegriffen wird. Allerdings nicht veröffentlicht von Cupcakes und auch nicht veröffentlicht von Farid Bang, sondern veröffentlicht von Flair. So veröffentlichte Flair nämlich in seiner Instagram-Story ein kleines Video, nur ein paar Sekunden lang, wo man sehen kann, Cupcakes wird geschubst, so gegen so ein Auto, und man hört aus dem Off, wird er als Hurensohn beleidigt. In einer Story danach schrieb Flair dann noch 100% Real Talk und einen Lachsmiley. Flair wiederum fand dann auch in einer späteren Instagram-Fragerunde von Cupcakes Erwähnung. Und zwar wurde Cupcakes gefragt, was sagst du dazu, dass Farid und Flair sich als HS-Söhne beleidigt haben und jetzt Brüder waren, und Cupcakes antwortet, die waren halt ehrlich zueinander. Eine weitere Reaktion von Flair gab es bisher nicht, auch von Farid gab es ja generell noch gar keine. Gestern allerdings postete Cupcakes dann noch Folgendes in seiner Instagram-Story: Phase 4, Hashtag Pedohunter. Das Ding scheint also noch lange nicht zu Ende zu sein. Bleibt abzuwarten, wer sich da noch alles einmischt oder weiter mitmischt und wie das Ganze noch weiter ausartet. Es bleibt, denke ich, spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bis dahin würde ich sagen, das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Warte ab, mein kleiner Strolch.